Schön, dass Sie beide bei uns sind, dass Sie mit nach Würzburg gezogen hat. Ich darf vielleicht mal anfragen, wer eine Frage zum Film hat, darf sich natürlich jederzeit gerne melden. Ich würde jetzt erstmal fragen, wie sind Sie denn auf das Buch, auf den Stoff zum Film aufmerksam geworden? Das hat über 6,5 Jahre gedauert. Da sagte er nur, Veronika, da kommt ein Buch raus, ich glaube, das könnte was werden, lies das mal. Und dann habe ich gegen große Produzenten und Verleiher in Deutschland mich um die Rechte beworben. Und letztendlich hat die echte Justyna Polanska, die Sie vielleicht aus Talkshows auch kennen, die echte polnische Putzfrau, dann sich für mich entschieden. Ich glaube, das war so ein Frauending irgendwie, hatte ich zu mir mehr Vertrauen gehabt. Wir arbeiten nicht zum ersten Mal zusammen, das ist klar, aber trotzdem dann auch in diesem Projekt bewusst mit Heiner Lauterbach? Also Heiner war seit Jahren schon die Traumbesetzung. Kann man sich jetzt aussuchen, ob das als Kompliment gedacht ist. Ja, Herr Lauterbach, warst du Sie auch die Traumbesetzung? Hat es Ihnen Spaß gemacht, die Rolle? Ja. Wir Schauspieler sind ja in der Regel, wenn man jetzt nicht gerade Arnold Schwarzenegger ist, der nur Terminatoren spielt, ist er ja auf der Suche nach unterschiedlichen Rollen. Und insofern hat das in meinem Portfolio sehr gut gepasst, ein sehr extrovertierter Musikproduzent, so wie er halt ist. Das fand ich sehr, spannend darzustellen. Und die anderen Sachen mit Veronika arbeite ich sowieso gerne zusammen und das hat alles gepasst. Insofern war das schön. Frau Ferres, Sie singen auch selbst im Film. Wir haben es gerade eben noch mal gesehen. Wie war das für Sie? Ich bin so stolz auf Linda Lehmann, weil Linda Lehmann hat einen Plattenvertrag mit Sony. Die CD kann man auf Spotify erwerben und seit gestern ist dieses Musikvideo auch, hat Premiere gehabt, ist online. Aber ich kann euch beruhigen, meine Familie macht immer die Tür zu, wenn ich in der Badewanne singe. Und Veronika Ferres wird bei der Schauspielerei bleiben und nicht weiter singen gehen. Sehr schön. Ich würde euch beiden gerne noch Geschenke überreichen vom Kino. Einmal eine Flasche Sekt und einmal Blumen. Ja. Für den tollen Besuch bei uns. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Nochmal einen großen Applaus bitte. Da geht noch mehr. Also 3, 2, 1. Boah! Wunderbar.